Hallo Leute, ich gehe mal davon aus, dass ihr anhand der Qualität diesen Videos jetzt schon feststellen könnt, dass das qualitativ einiges hochwertiger ist wie die Dinger, die ich mit dem Handy immer alleine hier gemacht habe. Heute habe ich hier einen guten Freund dabei und der trainiert mit mir im Studio oben. Ein Videograf nennt sich das wohl, oder? Habe ich es richtig gesagt? Richtig. Ja, okay. In Zukunft wird es dann weiterhin so laufen mit den zwei anderen, also mit dem Chris und mit dem Mike noch, das auch sehr, sehr gute Freunde sind. Die Fotos hat der ein oder andere von euch schon bestimmt gesehen bei mir auf Instagram-Account. So, nun können wir anfangen. Jetzt führen wir hier ein Interview, beziehungsweise er mit mir, oder? Also, hallo Marco. Hi, servus Janis. Also es gibt ja schon ziemlich viele Interviews von dir, aber ich denke, es gibt trotzdem halt noch Zuschauer, die gewisse Fragen vielleicht noch nicht beantwortet bekommen haben und die jetzt auch nicht so unbedingt speziell immer nur auf dieses Rocker-Ding und so gehen, sondern auch auf dich als Mensch bezogen sind. Stopp, darf ich ganz kurz unterbrechen? Ja. Die beschissenste Frage, die habe ich schon hunderte Mal gelesen jetzt, oder? Was ist mit dem seine Tätowierung passiert? Die habe ich mir weglasern lassen, in der Tat. Ja, die habe ich mir morgens einfach weggeschminkt oder hingeschminkt am Abend davor oder was weiß ich oder andersrum. Die sind weggelasert. Ich hoffe, das begreift jetzt jeder und stellt diese Frage bitte nicht mehr, oder? Ja, das ist ganz gut, dass wir gerade darüber reden, weil wie ist das von den Schmerzen? Katastrophal. Ich habe eine Doku gesehen, das ist ja katastrophal. Also es gab tatsächlich Tage oder beziehungsweise Termine, wo ich wahrgenommen habe zum Lasern. Du konntest danach nicht mehr rausgehen, weil es wirklich Brandblase gab in der Fresse. Das habe ich 5 Jahre lang gemacht. Es war Katastrophe. Oder? Also das kann ich mit dem Tätowieren, weil das wird mir tatsächlich oft, die Frage ist ja okay. Mhm. Oft frage mich die Leute, ob das was schmerzhafter ist, das Tätowieren als solches, beziehungsweise oder aber dieses Lasern, das kann ich überhaupt nicht vergleichen. Das Tätowieren, das ist für mich ungefähr so, wie wenn ich mit dem zarten Klopapier übers Arschloch fahre. Und ja, zum Beispiel jetzt. Oder das, ja, so kann ich es vergleichen, oder mit dem zarten Klopapier übers Arschloch fahren oder aber mit Schmirgelpapier. Oder? Und das ist ein gravierender Unterschied. Oder? Also ganz ehrlich, oder? Das ist eine Katastrophe, das ist fatal, das ist Schmerz ohne Ende. Brennt wie Feuer. Krass. Ein guter ich sage dann immer zu den Leuten, nimm doch einfach mal einen Schweißbrenner und heben dir so in die Fresse rein oder also so ungefähr mit dem Abstand 1,5 cm und lass einfach mal 10 Minuten durchs Gesicht fahren, dann weiß ich ungefähr, was das für Schmerzen sind. Ja, aber wenn du die Schmerzen in Kauf genommen hast, war es ja sehr wichtig für dich, dass die wegkommen, oder? Ja, klar. Was war so der Beweggrund für dich, dass du gesagt hast, die müssen jetzt weg? Weil ich mich im Knast belesen habe, oder? Dann habe ich über Maori-Indianer, da kommt es ja, ich hatte ja Treibels im Gesicht. Und auch hier chinesische Schriftseite, das hatte ich mal drauf gemacht. Das hieß für immer in Hoffnung. Das hatte ich mal in Verbindung mit einer damaligen Partnerin drauf gemacht. Dann habe ich mich im Knast belesen. Dann habe ich gedacht, habe ich gelesen, dass das ja eigentlich eine Ehre für dich sein soll, wenn dich ein Maori-Indianer tätowiert. Und da das bei mir ja kein Maori-Indianer war, fand ich das selber dann als respektlos dem Volk gegenüber. Das war mit ein Grund und dann natürlich ein gravierender Grund war natürlich auch, ich wollte nicht unbedingt überall mehr erkannt werden, weil egal wo, was auch immer du vorhast oder du hast einfach nur Probleme, außer du bist natürlich jetzt ein Weltstar, sprich ein Schauspieler, ein Fußballer oder irgendwie sowas in der Art oder da spielt es dann keine Rolle, aber ansonsten gilt es halt immer klar als asozial. Ich meine, ich war schon immer wegen Asi, klar, logisch, deswegen habe ich es ja gemacht, aber so wollte ich einfach nicht mehr, dass die Leute, dass das der erste Eindruck ist, den die Leute gewinnen, ist ja total Asi, oder? Das wollte ich so nicht. Weil die Leute sind nun mal so, der erste Blick entscheidet, oder? Das ist einfach so. Wer was anderes erzählt, der lügt für mich. Über das Thema Kindheit und so wurdest du ja auch schon sehr, sehr oft ausgefragt. Habe ich ja alles bei Spiegel TV erklärt. Genau, das können wir eigentlich lassen. Was mich interessiert hat, war jetzt zum Beispiel so, wie war für dich persönlich so die Schulzeit? Ganz ehrlich, hat mir eigentlich Spaß gemacht. Die ersten 4 Jahre Grundschule hat mir richtig Spaß gemacht. Ich war eigentlich auch ein relativ guter Schüler, also ich war jetzt kein dummes Kind oder sowas. Aber ab der 5. Klasse, also ich muss dazu sagen, das war eine reine Grundschule, also da ging es tatsächlich nur bis zur 4. Klasse. Da bin ich gern hingegangen, wenn ich da mal hingegangen bin. Ja, ich bin hingegangen. Und als ich dann in die 5. Klasse kam, das war dann Grund- und Hauptschule. Und da ging es ja dann auch los mit den, da musste so, wie heißt das, so Machtkämpfchen oder mit größeren Schülern, die wollte ich natürlich drangsalieren und traktieren. Aber ich war jetzt nicht unbedingt der Typ, der sich das bieten lassen hat. Und so habe ich dann natürlich angefangen, irgendwann die Leute zu erpressen. Das habe ich ja auch schon mehrfach erklärt. Hier mit Speckbrötchen und was weiß ich und denen die Uhren geklaut und so ein Scheiß halt, oder? Aber sonst halt die Schule als solche hat mir eigentlich Spaß gemacht. Da hat es mir dann aber keinen Spaß mehr gemacht. Da habe ich dann schon ganz andere Gedanken gehabt, oder? Gab es in der Zeit auch irgendwelche Hobbys? Also viele gehen zum Fußball oder haben wir irgendwelche andere Sportarten oder irgendwelche Hobbys, denen die nachgehen? Gab es bei dir da auch irgendwas? Ja, ich habe tatsächlich als Grundschüler habe ich angefangen mit Turnen, also am Reck und am Barren, tatsächlich. Mhm. Das habe ich vielleicht, keine Ahnung, 1,5, 2 Jahre gemacht, ich weiß es nicht mehr genau.
Das habe ich dann aber auch aufgehört gehabt und dann habe ich angefangen mit 10 Jahren zu boxen, ja, weil ein guter Freund, damals ein guter Freund von mir, der hat schon immer geboxt, ein sehr guter Boxer, dem sein Vater hat zu mir irgendwann gesagt, du komm doch einfach mit uns mit ins Training, oder? Und dann bin ich da mitgegangen und dann habe ich da 2 Jahre geboxt, also bis zu dem Zeitpunkt, als ich dann ins Kinderheim kam nach Freiburg, oder? Beziehungsweise erst nach Tübingen, oder war ich aber nur eine Woche und dann nach Freiburg, oder? Das hat mir richtig Spaß gemacht, logisch. Das war geil. Würdest du sagen, dass das dann quasi zu der Zeit auch so das erste Mal du mit Gewalt in Berührung gekommen bist? Nee, das bin ich ja schon als Kind. Okay. Das bin ich ja schon von Elternhaus. Aber also oder meinst du jetzt die Frage daraufhin ausgerichtet, wann ich es erst mal Gewalt angewendet habe? Könnte man doppeldeutig sozusagen verstehen oder auch stellen, die Frage. Ja, also klar, Gewalt, das wissen wir, dass du Gewalt erfahren hast, sage ich jetzt mal als Kind in deiner Kindheit. Aber wann würdest du sagen, ist von deiner Seite aus das erste Mal Gewalt gegenüber anderen ausgegangen? Mit dem Zeitpunkt, als ich in die Grundschule kam. Okay. Ich war trotzdem immer sehr, sehr schmächtig alles. Also ich konnte jetzt halt viele Kämpfe für mich entscheiden. Aber ein paar allerdings doch, sonst hätte ich das ja nicht geschafft, hier die Leute zu erpressen mit Brötchen und Geld. Die musstet ja dann daheim, die von den Eltern, die Haushaltskasse heißt es, glaube ich, gell? Ja. Haushaltskasse habe ich die aufgebrochen, tatsächlich, um mich bezahlen zu können, beziehungsweise um mir dieses Speckbrötchen dort vom Bäcker von der Schule zu kaufen. Mhm. Ja. Ich glaube, jeder, der sich ein bisschen mit dir auseinandergesetzt hat, weiß, dass, also man sieht das ja auch hinter dir, vielleicht auch nur einen kleinen Teil, dass Hunde eine extrem große Bedeutung in deinem Leben haben. Wann hat das bei dir angefangen, dass deine Liebe zu Tieren, also insbesondere zu Hunden, so groß geworden ist? Von klein auf. Das erste Haustier, das ich hatte, das weiß ich noch ganz genau, das war der Mucki, das war ein kleiner Hamster. Ich weiß nicht mehr, wie alt ich war, auf jeden Fall war das noch unter 10. Ich habe Rotz und Wasser geholt, wo der gestorben ist. Mhm. Ich habe den sogar beerdigt dann im Wald mit nochmal jemandem zusammen, mit dem ich heute noch Kontakt habe. Also der heißt Klaus, ich hoffe, ich kann den Namen hier sagen, ja, der wird mich mit Sicherheit nicht verklagen, das ist okay. Die Liebe zu Tieren habe ich schon immer gehabt. Das habe ich tatsächlich geerbt von der Frau, die mich geboren hat. Kein Scherz, weil die war auch immer mit Tiere. Wir hatten ja immer Haustiere, also Katze. Denn dann hatte ich eine Katze, die wurde tatsächlich, die hieß Susi. Die habe ich als kleines Kind mir nach Hause gebracht. Die ist sogar 24,5 Jahre alt geworden. Ich habe die letzten Jahre dann nicht mehr mitgekriegt, oder? Aber weil ich ja dann weg war. Aber ich habe sie immer wieder gesehen, wenn ich dann da war. Klar, logisch. Und dann hatte sie irgendwann, also die Frau, die mich geboren hat, hatte dann einen Hund. Zu dem Hund kam sie wie folgt, das habe ich dann, den hatte sie schon, wo ich da in der Erziehungsanstalt noch war, soweit ich mich erinnere, ja, sie hieß Paulinchen, ein Mädchen war das, also eine Hündin. Und die war wohl oben, die hat dem Nachbar ober ihr gehört, also wo oben drüber gewohnt hat, der hat den Hund aber nur dreckig behandelt, also auf dem Balkon pissen lassen, zusammengeschlagen, der Hund durfte gar nicht spazieren. Und hat die Frau, die mich geboren hatte, zu meiner Schwester gesagt, geh mal hoch, Mela, und hol den Hund runter und geh mit dem spazieren. Das hat sie dann jeden Tag gemacht. Und irgendwann hat sie entschieden, sie gibt den Hund jetzt gar nicht mehr zurück. Und dann blieb der Hund einfach bei der, hier bei meiner Schwester und bei ihrer Mutter halt. Und mit dem bin ich ja dann auch immer spazieren gegangen, klar, logisch. Ja. Das habe ich übrigens in meinem Buch beschrieben, ein Ding. Und bei uns gab es noch einen Nachbar, der hieß Roland, der ist mittlerweile verstorben. Es war ein sehr, sehr guter Mann und ein sehr guter Freund von mir. Der hatte einen Hund, einen halb Collie, halb Schäferhund, der hieß Bubi. Und das war übrigens während meiner Ausbildungszeit, also während ich Maschinenbaumechaniker gelernt habe, also war ich da schon zwischen 19 und 21. Und während die anderen Leute ins Freibad gegangen sind, die Ausbildung ging 2 Jahre, beziehungsweise die Umschulung ging 2 Jahre, und während die anderen ins Freibad gegangen sind, also die Arbeitszeit war von morgens um 8 bis um, ich glaube, 15:30 oder 16 Uhr, das weiß ich jetzt auch nicht mehr genau, bin ich sofort heimgefahren mit geklauten Fahrrädern, oder? Die habe ich immer geklaut gehabt damals noch. Und dann bin ich heimgefahren, habe den Wohnungsschlüssel von dem gehabt, weil mittlerweile hatte ich eine eigene Wohnung schon länger, oder? Und dann hat der also 2 Dinger über mir gewohnt, 2 Etagen über mir, genau die gleiche Wohnung. Und dann bin ich hochgegangen, habe diesen Bubi geholt und bin mit dem erstmal spazieren gegangen in Felder, Wälder, Wiese. Also Tiere habe ich schon immer geliebt. Natürlich habe ich jetzt einen besonderen Bezug zu Hunden, weil ich einfach, ja klar, du kannst ja jetzt nicht im Kuhstall rumlaufen einfach so, oder Pferdekoppel, wenn ich an einer Pferdekoppel vorbeilaufe, schmuse ich mit denen auch, so weit sie herkommen halt. Aber ja, Tier, ich liebe, also das muss ich jetzt gleich mal schnell aufklären, genau, weil die Frage wird mir so aufgestellt, ob es hier um einen reinen Hundehof geht. Nein, es geht um alle Tiere, also auch Schweinle, einfach alles. Ich will alles auf diesem Gnadenhof machen. Dieser Gnadenhof besteht noch immer nicht, weil ich immer noch dieses Problem habe mit der Dame vom Finanzamt wegen der Bescheinigung der Gemeinnützigkeit. Und da möchte ich jetzt übrigens mal einen Aufruf in die Kamera starten. Sollte hier vielleicht irgendein Jurist zuschauen, der sich spezialisiert hat auf Vereinsrecht,
dann kann der sich, bitte aber nur ernst gemeinte Zuschriften, kann der sich gerne bei mir melden. Vielleicht über YouTube oder auch über Instagram, das ist alles kein Problem. Oder über die E-Mail-Adresse. Die lautet wie folgt: jatonubedestin, gmail.de, oder? .com, ja genau, .com. Ja, die werde ich aber auch nochmal einfügen, einfach unter Video. Perfekt, ja, weil es hat jetzt zwar schon mal ein Anwalt drüber geschaut, das hatte ich ja schon mal im Video vor ein paar Wochen erklärt. Das war eine sehr, sehr nette Geste von dem, allerdings ist der nicht spezialisiert auf Vereinsrecht. Also es sollte tatsächlich jemand sein, der sich da wirklich brillant auskennt, um dieses Ding in die Wege zu leiten oder beziehungsweise, dass es mal endlich Früchte trägt. Ja, das war es eigentlich so zum Thema Gnadehof. Ja. Gibt es irgendwelche Tiere, die du nicht magst? Nee. Nein, überhaupt nicht. Weil viele sind ja so, Spinnen und Nein, überhaupt, und so. Überhaupt gar nicht. Es gibt kein Tier, das ich nicht mag. Es gibt für mich auch kein hässliches Tier. Es gibt für mich nur abgrundtief hässliche Menschen, klar. Hm. Davon kenne ich zahlreiche, oder? Ja. Aber Tiere überhaupt gar nicht. Da gibt es sogar eine Geschichte, oder was ich sogar im Knast gemacht habe. Das kann man natürlich alles erfragen, das ist ja klar. Ich hatte 23 Monate, also die letzten 23 Monate, oder ja, das war so ziemlich, also nach 5 Jahren Haft ungefähr, oder nach 4,5, habe ich dann endlich mal arbeiten dürfen, dann war ich Hofarbeiter. Also sprich, die Leute, die laufen mit der Zange rum und sammeln den Müll ein, wo die Idioten zum Zellefenster rausschmeißen oder ähnliches, oder Rasenmäher, ich war fürs Rasenmäher zuständig, hatte da kleine Truppe unter mir, die hier den Müll eingesammelt haben, mal hin und wieder musste ich es natürlich auch mal, klar, oder Schneeschippe im Winter dann. Und da war, musst du dir vorstellen, die Einfahrt von wenn der Gefangenentransport gekommen ist, da gab's ja, das war ja geteert. Und rechts und links war eine Wiese und alles. Und wenn da, und bin ich morgens, kein Spaß, wenn es geregnet hat, bin ich hingegangen und da waren immer so kleine Fröschchen und Salamander, kein Scherz. Bin ich mit dem Eimerle losgegangen, mit so einem kleinen Eimer, hab die alle eingesammelt und vor der Haftanstalt, kein Spaß, war ein Fluss heißt das, oder? Ja, oder ein Bach, ja, so ein Bach. Dann habe ich zum Sicherheitschef gesagt, bitte machen Sie das da raus, oder? Macht das mal da raus, den Eimer, der war voll mit Fröschle, mit Salamander. Das war aber jeden Morgen so, kein Scherz. Das hat er da rausgebracht, tatsächlich. Oder rechts, ich muss schon überlegen, die Leute haben mich sogar schon ausgelacht. Das war jetzt nicht so, dass die ein großes Maul zu mir gehabt hätte, das haben sich jetzt nicht so viele getraut. Eigentlich gar keiner, wenn ich ehrlich sein soll. Aber die haben natürlich hinter meinem Rücken gelacht, weil ich hingegangen bin und die Regenwürmer eingesammelt haben, habe die wieder in die Wiese reingemacht. Ich schwöre, das ist kein Witz. Also es gibt kein hässliches Tier, oder? Wahnsinn. Hast du schon mal mit einem Tier zusammen gelebt? Ja, ich habe auch 2 Hunde. Okay, dann weiß ich ja selber, was das für ein Gefühl ist, oder? Ja. So was kann mir persönlich, hat mir persönlich noch nie ein Mensch gegeben. Also was ich da empfinde, weil es einfach ehrlich ist, oder? Ja. Weil es absolut grundehrlich ist, was dir ein Hund entgegenbringt. Ja. Ja, die Liebe, die man von Tieren bekommt, die... Wie gesagt, das kann dir kein Mensch geben, oder? Ja. Fehlen dir deine Hunde? Ja, natürlich. Mittlerweile sind die natürlich alle verstorben. 2 habe ich hier in meinem Bett, also in der Urne, tot. 2 andere sind bei meiner Ex-Partnerin, die hat die. Ja, klar, fehlen die mir, oder? Das ist ja mein sehnlichster Wunsch, diesen Gnadehof endlich, weil mir werdet ja jetzt wöchentlich zum Teil, ganz ehrlich, immer wieder Angebote, ob ich einen Hund haben will, nehmen kann oder so. Ich kann das in der Wohnung hier auf gar keinen Fall. Ich habe die Zeit im Moment nicht, aber wenn dieser Gnadenhof dann endlich mal steht, dann habe ich ja Dutzende Hunde, das ist ja klar. Das ist das Ziel, oder? Logisch. Ja. Aber hier wäre es unverantwortlich jetzt, oder? Hier in der Wohnung wäre es absolut unverantwortlich, oder? Das würde nichts bringen. Gute Einstellung. Wie sieht es bei dir mit Drogen aus? Hast du schon mal Drogen konsumiert? Schwerstens. Angefangen hat es mit Alkohol, dann Grasrauche, Haschisch, klar. Ich habe eigentlich gekifft, bis zu meiner Inhaftierung 2010 habe ich durchgehend über 20 Jahre lang gekifft, durchgehend. Dann habe ich mittlerweile angefangen, das war 1995, nee, Entschuldigung, 92, 93 habe ich dann angefangen mit härterer Droge, also sprich Ecstasy, Kokain. Und da ging es mir dann richtig dreckig nach dem Kokain, weil Kokain, das ist mein Empfinden so gewesen, das fickt deinen Kopf. Das geht nicht auf den Körper, aber das fickt dein Gehirn, verstehst du? Also ich habe dann da tatsächlich massivste Probleme gekriegt. Mit Panikattacken und so, das kenne ich. Ich weiß, dass damals hast du natürlich nicht so offen darüber gesprochen. Ich kannte aber unzählig, oder ich kenne tatsächlich immer noch unzählig viele Leute, die das auch haben oder gehabt haben. Die werden jetzt auch mit vor die Kamera sitzen und das erzählen, aber es ist tatsächlich so. Das Kokain, das habe ich ungefähr 3 Jahre genommen, 2,5, 3 Jahre. Wie gesagt, das hat mich dann total gefickt. Das habe ich genommen bis 95, dann habe ich aufgehört mit der Scheiße. Sofort, von jetzt auf sofort, das weiß ich nicht im August. Und dann habe ich das nie mehr genommen. Ich habe weiterhin gekifft, klar, wie gesagt, bis zu meiner Inhaftierung 2010.
Und, aber ich kann wirklich jedem, der hier zuschaut, nur nahelegen, lasst die Finger von dem ganzen Dreck, ohne Spaß. Und auch wenn ihr glaubt, also ganz ehrlich, ich muss schon ehrlich sein, das Grasrauchen finde ich gar nicht schlimm, ganz ehrlich. Also das habe ich jetzt mittlerweile auch schon zweimal wieder gemacht, seitdem ich aus dem Nachstrauß bin. Ich wäre jetzt aber keiner, der sich alleine hier aufs Sofa setzt und sich die Birne zukifft, das würde ich nicht machen. Aber so, wenn du jetzt in einer netten Gesellschaft bist, mal am Abend mal einer rauche, das ist schon, finde ich persönlich okay, das muss aber auch jeder für sich selber entscheiden. Aber alles andere, das war ja bei mir im Chapter sogar verboten. Also bei mir war Kokain, Ecstasy, Heroin, das war ja alles verboten komplett. Und das habe ich auch regelrecht durchgezogen, ganz ehrlich. Also das ist für mich totaler Müll. Jungs, ich sag's euch, lasst die Finger von dem Dreck, oder? Oder auch Mädchen, klar. Ja. Hast du schon mal mitbekommen, wie jemand vielleicht sogar an Drogen gestorben ist? Ja, klar. Ja? Ja, klar. Aber nicht, also nicht wegen Kokain, sondern wegen Heroin, oder? Hast du da vielleicht eine Geschichte für uns? Also ein sehr, sehr guter Freund von mir, ein Russe, der von dem seinem Kind bin ich sogar der Kum, also das Partneronkel. Mhm. Hochintelligent, der Mann. Wie gesagt, der ist mittlerweile verstorben, schon seit zig Jahren. Der hat immer wieder Heroin genommen. Ich habe gesagt, Valeri, so hieß er nämlich, Valeri, hör auf mit der Scheiße, das bringt nichts, das bringt nichts. Oder er hat immer gemeint, der hat sogar das Abitur gehabt. Das war ein studierter Mensch, muss ich dazu sagen. Aber auch schon einen Haufen Knast in Russland abgesessen gehabt, also auch komplett zugemalt, so wie ich, also zutätowiert. Und irgendwann habe ich die Nachricht von seiner Frau gekriegt, oder, dass der verstorben ist. Den habe sie aber verrecken lassen, muss ich dazu sagen. Hier in Singen gibt es, damals gab es das so, das gibt es heute gar nicht mehr, unter am Zoobrände, also es war so ein Zoogeschäft. Da war so ein Park, so ein kleiner, mit so einer Toilette noch unter, so eine öffentliche. Und da müssen die den, da haben die den auf jeden Fall, das ist Fakt, da haben die den auf jeden Fall auf der Bar, also das war gegenüberliegend in der Wohnung oben. Da haben sie sich da alle in Schuss gesetzt, oder? Und dann ging es dem total dreckig, dann ist der rausgegangen. Dann ist noch einer raus, so ein dreckiges Stück Scheiße, oder also was anderes kann ich den nicht bezeichnen. Und der hat schon nach dem Notarzt gerufen, soweit ich weiß. Dann habe ich die dann einfach liegen lassen, aufgrund der Tatsache, wenn sie Schiss gehabt haben, wenn sie jetzt einen Krankenwagen holen, dann kommen ja auch noch die Bullen, oder? Und dann hätte die ja noch mit Theater, verstehst du, was ich meine? Also habe sie den lieber sterben lassen. Einen dieser Junkies habe ich noch total plattgeschlagen, also einen von denen, von dem ich wusste, dass er sicher dabei war, also ihn sterben lassen, den habe ich dann ein paar Wochen später total plattgeschlagen. Aber es hat halt auch nichts mehr gebracht. Der war tot, oder? Ja, das habe ich mitgekriegt. Das war für mich so ziemlich also nahe, weil ich, wie gesagt, das war ja ein sehr, das war übrigens einer, der mit mir eine Umschulung macht, der die Umschulung mit mir zusammen gemacht hat. Da habe ich ihn nämlich auch kennengelernt. Er hat es zum Werkzeugmacher gemacht, brillant abgeschlossen. Wie gesagt, hochintelligent der Mann, oder? Das war's, ja. Und dann kenne ich natürlich noch viele andere, wo auch gestorben sind an Droge, klar. Aber mit denen hatte ich jetzt nicht wirklich so den riesen Draht. Oder über andere Dinge möchte ich jetzt nicht sprechen. Ja, verständlich. Kannst du es verstehen, wenn Menschen Drogen nehmen? Oder würdest du jetzt sagen, ja, wenn jetzt jemand Heroin oder Kokainabhängig ist oder von mir aus auch Gras, ist das für dich einfach nur ein Junkie oder bist du dazu in der Lage, dich zu fragen, warum er quasi... Weil ich habe irgendwie so das Gefühl, dass halt viele Menschen, die Drogen nehmen, dass die halt einfach so einen Stempel ins Gesicht kriegen, ja, Junkie. Ich habe aber so die Erfahrung gemacht, dass halt viele extrem heftige Schicksalsschläge hinter sich haben und deswegen vielleicht, wie ist da so deine Meinung? Die ist jetzt mittlerweile heute anders wie da, also vor Jahren war das für mich auch nur einfach dreckige Junkies, ganz klar, muss ja, ich so sagen, wie es war. Mittlerweile sehe ich das schon differenzierter, oder? Weil ich kenne ja mittlerweile auch Leute, oder habe ja Leute kennengelernt im Knast, die schwerst drogenabhängig waren, also die waren dann auf dem Crystal Meth und so. Mhm. Und dann höre ich mir natürlich schon die Schicksale an, die dahinter steht. Trotz alledem bin ich immer noch nach wie vor davon überzeugt, dass jeder Mensch eigentlich über so einen starken Wille verfügt, dass er das aufhören könnte. Gut, mittlerweile weiß ich, dass es dem so nicht ist. Oder, es tut mir eigentlich leid, ja, aber und ich sage trotzdem immer wieder, egal wie in was für einer beschissenen Situation du bist, ich war auch schon in beschissenen Situationen, klar. Aber dann habe ich immer für mich, das habe ich auch schon mal erwähnt, für mich gesagt, ey, guck doch mal nach Afrika, Janis, oder da sterben kleine Babys in den Armen ihrer Mütter, weil sie nichts zu essen und nichts haben. Also jetzt mal ganz im Ernst, viele Leute, also Leute, die meinen, Drogen nehmen zu müssen, weil sie zu viel Geld haben oder einfach nur so aus Bock, da habe ich dann kein Verständnis dafür, wenn die dann dran verrecken, sage ich dir ganz ehrlich. Mhm.
Aber mir tut das ein oder andere Schicksal tatsächlich mittlerweile leid. Oder wenn ich dann, wenn ich so Reportage im Fernsehen jetzt sehe bei RTL 2 oder keine Ahnung, ich weiß gar nicht, ob ich den Sender hier namentlich nennen darf, ist mir auch scheißegal, ehrlich gesagt. Dann müsste es keine Probleme geben. Ja, dann tut es ja. mir tatsächlich irgendwie leid, wenn ich so, manche Dinge tun mir tatsächlich leid, ja. Okay. Aber ich kann es ja nicht ändern, weißt du? Ja, ja. Wie lange warst du jetzt insgesamt im Gefängnis? 7 Jahre müssten es gewesen sein. 7 Jahre plus knapp 3 Jahre Erziehungsheim und Kinderheim, also knapp 10 Jahre eingesperrt, alles zusammen. Ich habe 2 Urteile gekriegt, einmal 5,5 Jahre, also 5 Jahre, 6 Monate, das war in Erfurt. Dann hatte ich zeitgleich ja noch einen Prozess in Gera laufen. Das waren nochmal 2 Jahre, 3 Monate, also insgesamt 7,9. Das wird aber immer gemacht. Dann gab es einen Strafzusammenzug und der war genau 6,5 Jahre. Genau, ja. Das wie gesagt, das wird aber immer so praktiziert. Wenn du mehrere Urteile hast, wird immer oder fast immer dieser Strafzusammenzug gemacht, oder? Was mich halt interessiert, und ich glaube auch viele, die zuschauen, ich habe so die Erfahrung gemacht, es gibt Leute, wenn die 2 Wochen irgendwie krank zu Hause liegen, dann drehen die schon durch von dieser Isolation, sage ich jetzt mal. Es gibt ja so Gefühle und so Situationen, in die kann man sich einfach nicht hineinversetzen. Und für mich wäre das halt zum Beispiel die Situation, wenn dir eine Person sagt, die nächsten 6,5 Jahre war es mit Freiheit. Wie fühlt sich das an? Was denkt man da? Was geht einem durch den Kopf? Hat man da Ängste? Also könntest du das beschreiben, wie das für dich war, als du gehört hast, okay, jetzt bin ich auf jeden Fall erstmal einige Jahre weg? Also ich kann ja nur für mich selber sprechen. Für dich, ja. Bei mir war es ja so, also ich muss dazu sagen, mich kann ich jetzt mit den größten Teil der Leute nicht vergleichen, weil ich kenne das ja schon von klein auf. Wie gesagt, ich bin mit 12 ins Kinderheim gekommen, mit 14 das erste Mal in Jugendarrest. Also da hat sich tatsächlich bei mir schon so wie so eine Gewohnheit eingeschlichen gehabt. Und zu dem Zeitpunkt, also beziehungsweise bevor ich verurteilt wurde, ich war ja erst noch frei. Ich war ja, ich und nochmal einer meiner Leute waren ja die einzigen, die noch frei waren, also der später Inhaftierten. Und als ich aber noch frei war, war es ja so, dass ich von mir aus selber 12 Jahre Haft angeboten habe. Das kann man ja nachlesen bei mir auf dem Instagram-Account. Das habe ich ja hochgemacht vom Anwalt, also hochgeladen. Auf jeden Fall hatte ich ja von mir aus selber 12 Jahre Haft angeboten, die ich auf mich genommen hätte, wenn damit mein Bruder, der hätte auch 12 Jahre annehmen sollen. Das hätte man ja auch gemacht, weil dem wurde Sicherheitsverwahrung angedroht. Als ich da, und ich wusste, das habe ich gemacht, wissentlich, dass ich selber nur 2-3 Jahre Haft bekommen könnte, laut meinem Anwalt, der Schwachkopf da aus Konstanz, oder? Aber der wird in meinem nächsten Buch nochmal detailliert, auf den gehe ich dann detailliert nochmal da ein. Und als ich dann ins Gefängnis kam, also beziehungsweise als ich verhaftet wurde, war mir schon klar, dass ich jetzt die nächsten paar Jahre hier sitzen muss. Also habe ich mich sofort versucht, so gut wie möglich damit zu arrangieren. Also sprich, ich habe sofort angefangen zu trainieren. Ich habe ja die ersten paar Wochen war ich ja auf Absonderung, also sprich alleine Hofgang und das ganze Zeug. Arbeit habe ich die ersten 4,5 Jahre gar keine gehabt. Doch kurzzeitig mal nach 2,5 Jahren, nach 2-3 Vierteln habe ich mal ganz kurz in der Wäscherei arbeiten dürfen. Da bin ich dann aber ziemlich schnell rausgeschmissen worden, weil mich so ein Schwachkopf anzeigt hat. Ich hätte ihn bedroht. Ach, ganz schlimme Geschichte, aber auch das wird natürlich detailliert in meinem ersten Buch beschrieben. Aber ansonsten, ganz ehrlich, ich weiß, das mag sich jetzt arrogant und eingebildet oder großkotzig anhören. Nein, mir hat es nichts ausgemacht. Ganz ehrlich, nein. Ich weiß natürlich, dass es Leute gibt, die da schwer zu knabbern haben dran. Oder mir selber war es, für mich war es klar, du, ich bleibe jetzt die nächsten paar Jahre hier. Ich habe meine Zelle gleich sauber gemacht, schön eingerichtet alles. Das machen viele Leute auch nicht. Ich habe das so gemacht, ja. Aber das mag wahrscheinlich damit zusammenhängen, weil ich das ja von klein auf schon gewohnt war, weißt du? Also von Kleinste oder von Kind an, Kinderheim und so. Deswegen halt einfach, oder? Und trotzdem, natürlich, ich hatte ja auch eine Frau, ich hatte Kinder, also sprich meine Tiere draußen. Ich hatte ja eigentlich alles, verstehst du? Das war natürlich scheiße, also es war jetzt kein angenehmes Gefühl, aber trotz alledem habe ich gewusst, das Ding ziehe ich hier durch, oder? Es gibt ja nur zwei Varianten. Entweder du ziehst das Ding hier durch oder du machst dich komplett zur Fotze die ganze Zeit. Das wollte ich aber so nicht. Entschuldigung, es gibt noch eine dritte Variante, die hat ja der Memo gewählt. Die Leute anzuscheißen, und das kam ja von klein auf schon für mich nie in Frage, irgendwelche Leute zu verraten oder sowas. Also das Ding durchziehe, fertig, oder? So einfach geht es. Glaubst du, du hättest dadurch deine Gefängnisstrafe verhindern können? Also, Moment, ob ich sie verhindern hätte können, das weiß ich nicht. Was ich mit Sicherheit weiß, ich hätte sie auf jeden Fall verkürzen können, klar, logisch. Vielleicht hätte ich sie komplett verhindern. Also laut der Aussage meines Anwalts, den ich damals gehabt habe von Konstanz, der ja auch bekannt ist, den kenne ja hier viele, den möchte ich jetzt aber hier namentlich nicht nennen, weil ich wahrscheinlich Probleme bekommen wird, weil ich habe mit dem heute keinen guten Draht mehr, weil er mich
für mein Verständnis mich im Stich gelassen hat, weil ein Ngera einfach nicht mehr da war, obgleich er das zugesagt hat. Der hat zu mir gesagt, Janis, es kann sein, dass du hier 2 oder 3 Jahre auf Bewährung bekommst.